Yo, hey Leute, hier ist Just Eddie am Start mit einem neuen Video. Und heute, meine lieben Freunde, machen wir einen kleinen Tutorial. Und zwar geht es darum, wie ihr euch beim russischen Server Thyll kaufen könnt. Das ist nämlich eigentlich gar nicht so schwer, aber komplizierter als nötig. Ich hoffe, man sieht alles. Es ist gerade eine spontane Aktion von mir, das zu machen. Aber ich hatte gerade Bock drauf. Ich dachte, jetzt lohnt sich. Also, wir öffnen. Es gibt zwei Seiten. Ich werde die auch in die Infobeschreibung reinpacken und so ist alles. eu.forgame.com und ru.forgame.com. Das sind die zwei Seiten, die ihr braucht. Wir gehen erstmal auf die eu.forgame.com Seite. Ja? Dann haben wir hier dieses Fenster, was ihr gerade seht. Und da gehen wir dann hier oben auf den Betrag. Wir haben hier gerade 0 Euro. Klicken hier mal drauf. Dann haben wir hier links ein paar Sachen, die wir auswählen können. Wir müssen uns ein Zertifikat kaufen. Wir gehen also auf Certificates und können jetzt hier auswählen von diesen Sachen. Vielleicht geht es auch anders, Leute, aber das ist die Methode, wie ich es mache, die auf jeden Fall funktioniert. Wir gehen jetzt hier auf diese 15 Euro Dingens, kaufen uns einen Code, das reicht uns. Machen auf Bui, können jetzt per Karte kaufen oder per PayPal. Wir machen per PayPal. Amount of Recharge, ja, 15 Euro, genau. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier auch was anderes machen könnte. Wir machen jetzt einfach so. Jetzt kriege ich einen Code auf meine E-Mail-Adresse geschickt. Das hatte ich tatsächlich nicht im Kopf. Lasst mich das mal kurz machen. Ich denke, das müsste jetzt hier trotzdem gehen, dass ihr das nicht seht, wie ich das hier eingebe. Also ihr geht dann auf eure E-Mail-Adresse. Lasst mich das kurz hier mal eingeben alles. So, und dann schauen wir mal und sehen, dass wir bei uns in unserem Spam-Ordner diesen Code bekommen haben. Hat auch alles wunderbar geklappt. Jetzt gehen wir auf die Zertifikat-Dings, geben das hier ein. Boom, hat geklappt. Jetzt sind wir hier bei PayPal, machen weiter. Jetzt kriege ich eine SMS, damit ich das hier machen kann. Das ist ja... ja, komm. Lass mich kurz gucken. Okay. 1, 0, 7, 4, 8, 2. Zack. Hat alles funktioniert. So. Weiter unter Überprüfung. Alles wunderbar. So, thank you for your purchase. Hat alles geklappt, super. Jetzt, ich gucke mal, ich glaube, es müsste schon gehen. Jetzt gehen wir auf die russische Seite. Wir refreshen die mal, also die ru.forgame Seite. Warte, ich mache das mal so. So, hier auf die ru.forgame Seite, gehen auch hier auf den Betrag. Ob ihr da was habt oder nicht, weiß ich ja nicht. So, gehen hier drauf. Und jetzt gehen wir mal hier auf das hier. Das sind Zertifikate quasi. Nee, warte, ich sehe hier keinen. Ich guck mal kurz, ob das auf der For-Game-Seite ist. So, wir gehen mal hier auf den Betrag, Zertifikat. Ah, Codes, genau, hier. Wir gehen auf Codes. Das müsste hier ja auch Code sein, aber ich habe hier keinen. Also ich habe den Code, habe ich hier. Den nehmen wir, der ist kopiert. Gehen auf die russische Seite und geben hier diesen Code ein. Und machen jetzt hier auf aktivieren. Zack. Und direkt habe ich das hier gut geschrieben, wie ihr sehen könnt hier oben. Also, alles funktioniert. Perfekt. So funktioniert das, liebe Freunde. Es ist nicht schwer. Es ist wichtig, dass ihr beide Seiten habt. Dass ihr die englische Seite und die russische Seite habt. Es kann sein, das weiß ich nicht, dass ihr den Code quasi von hier einfach hier eingeben könnt, dass das auch funktioniert. Das weiß ich nicht. Würde ich aber nicht versuchen. Ich würde euch das nicht raten, diesen Code hierfür zu benutzen, sondern wirklich den Code für die russische Seite zu benutzen. Weil ihr könnt ja sehen, ich habe ja hier jetzt diese Rubel quasi drauf. Und hier habe ich immer noch nichts. Also es wird auch nicht hier drauf gut geschrieben dann quasi. Deswegen glaube ich, ist das schon ein unterschiedliches Konto. Also kauft euch ein Zertifikat. Macht das alles wunderbar. Dann kriegt ihr hier bei Codes euer Zertifikat. Kopiert es. Geht auf die russische Seite. Gebt hier euer Code ein,
Und dann hat sich das ganze Ding erledigt. Und das Ding kann laufen. Also meine Freunde, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich würde sagen, easy, schnell und ja, wenn ihr Fragen habt, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.